Herr Roberts, nehme ich an. Wie ihr lebt und lebt, aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die es nach Abenteuern dürstet. Ihr seht eher aus, als würdet ihr bereits eure eigene Legende leben. Macht das Beste daraus, das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteurer können sich als ziemlich schmerzhaft erweisen. Lasst euch meine langen Jahre der Erfahrung eine Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern, aber die Abenteuer machen das Leid wett. Wo wir gerade davon reden, würdet ihr mir gerne bei meinem nächsten Abenteuer zur Seite stehen? Natürlich, wo geht's denn hin? Wisst ihr, wie sich herausstellt, wie soll ich sagen? Das alles ist noch so neu für mich. Will sagen, ich bin verliebt. So etwas soll hier passieren. Wer ist denn die Glückliche? Sie ist wundervoll, sie ist erstaunlich, sie ist stark und doch verletzlich. Wie kann eine Frau wie sie nur jemanden wie mich lieben? Wohl wahr, wenn man sich die Statistik anschaut. Ich bin nicht sehr versiert in Liebe. Aber vielleicht wäre es ein guter Anfang, einen Brief aufzusetzen. Mein Vater hat stets einen Brief gesendet, bevor er sich auf heikle Angelegenheiten einließ. Einen Brief? Aber natürlich! Eine hervorragende Idee! Nur einen Moment, bitte! Müssen wir diesen Brief schreiben? Ich hoffe nicht. Ach Gott. Da, bitteschön. Ich habe Angst. Okay, ein Liebesbrief an die Person, die man jetzt gekapert und mir den Schlaf geraubt hat. Hab Dank, wenn sie sich meiner Liebe öffnet, ist die Sache entschieden. Ich werde in den Ruhestand treten und ihr dürft meine kostbarsten Schätze euer eigen nennen. Versucht es gar nicht, mein Versteck zu finden. Es ist so gut versteckt, dass nur ich den Ort kenne. Ich werde gespannt ihre Antwort auf meinen Brief harren. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie ist die atemberaubendste, beeindruckendste Frau auf dem ganzen Kontinent. Warum muss das immer so kompliziert sein? Ja, warum kann man sich einfach sagen, wer sie ist? Was für eine niedliche Geschichte, meint ihr nicht auch, Kuro? Mit den Verhandlungen scheint es gut voranzugehen. Wenn beide Parteien nach Treu und Glauben handeln, sollte das Ergebnis beiden zum Vorteil gereichen. Ja. Und wer ist denn jetzt die Gute? Erstmal ganz kurz. Ein System, das technologisch super fortschrittlich aussieht. Ja, natürlich. Die Wortwahl ist unverkennbar. Ja, toll. Okay. Eine Piratenflagge. Ah, alle Schätze von ihm werden unser sein. Die Piratenflagge hoffentlich auch, weil die brauchen wir ja, um in der Gegenwart das Versteck zu betreten. Weil die ja nur gegen Piraten kämpfen. Ja, wir wollen Segel setzen. Okay, gut. Wir schauen uns trotzdem um. Hier ist der Vulkan. Aber hier können wir noch nichts anlegen. Und hier ist dann ein Piratenschiff, das hier so auf uns laut in der Gegenwart. Und die kämpfen eben nur gegen Piraten. Und wir brauchen den Jolly Roger von dem Piraten Roberts. Um gegen die da oben kämpfen zu können. Hier ist jetzt auch ein Zelt drauf. Das war, glaube ich, noch nicht da vorher. Kann mich aber natürlich irren. So, kommen wir hier unten jetzt irgendwie rum? Tatsächlich. Das ging aber früher noch nicht. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Hier ist das Eisfragment. Ach Mensch, wir können jetzt sogar wieder ganz am Anfang anlegen. Alter, ist die Welt riesig. Selbst da hinten noch. Ja, hilft ja nichts. Uns bleibt ja fast nichts anderes übrig. Hier ist noch eine Lichtung. Der Nymphenwald. Ach so. Also, sind wir wieder in der Gegenwart? Das ist doch möglich, wir haben keine Magneten aktiviert. Der zeitlose Wald.
Ich habe nichts angefasst. Manche Leute behaupten, dass sich der Nymphenball außerhalb der Zeitgrenzen befindet. Damit müssen sie das hier gemeint haben. Dieser Ort ist wirklich komisch. Findet ihr nicht auch cool? Ja, ja, der zeitlose Wald. Okay. Alter. What? Wieso kann ich bis hierher laufen? Das macht doch keinen Sinn. Egal. Eine Nymphe. Willkommen im Nymphenwald. Hier laufen alle Zeitströme zusammen und bilden unendlich viele Gegenwarten. Es ist ein wunderbares Geschenk von Mutter Natur, dass wir in einem einzigen Augenblick ewig leben können. Immer und immer weiter ohne Ende. Findet ihr nicht? Okay, und was ist das, was ihr begehrt? Das würde ich gerne erfahren, damit ich es der Nymphe im Mount Alpha geben kann, die ja in der Gegenwart auf uns wartet. Seid ihr ebenfalls hier, um eure Bestimmung zu finden? Als wohl genau wie die anderen Helden, die die Weisheit unseres Orakels suchen. Wir können sie zu einem Kartenspiel herausfordern. Also bereit für ein Duell. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Sieht nach einem Fake-Gegner aus. 7 Mana. Und du gibst uns 3. Ja, okay, das nehme ich sehr gerne. Wir werden doch jetzt wohl eine Nymphe besiegen können, ganz ehrlich. So, weg mit dir. Und Pam und Pam. Sehr gut. Ja, komm, ein Block und ein Hörnchen. Ein Grafikprogrammierer, sehr schön. So eine Pfeife, das ist echt unfassbar. So. Klatsch. Und wir kriegen sogar noch einmal Mana dazu. Eine Nymphe. Schön. Hat leider nichts gebracht. Und jetzt schlagen wir heftig zu. So, ich schäume die mal alle mal auf. Zack. Wir sind ja gut am Gewinnen. Noch eine Nymphe. Eine weitere Nymphe. So, Reno, Mann, dich hätte ich jetzt gern gehabt. So, einmal hier durchschlagen und dann passt das schon. Das war's mit unserem Bär. Ist auch okay. Reno, da bist du ja. Dich habe ich haben wollen. Einmal hier und hier dahinter. So. Und damit hätten wir dieses Spielchen auch definitiv gewonnen und werden wohl eine Nymphenkarte bekommen. So. Lely weg. Das Mäuschen weg. Hier ein Pilz. Und damit hätten wir Pam sauber gewonnen. Glück hier. Ihr verdient diese Karte. Nymphe. Ja, 11 von 61, immerhin. Der Nymphenwald. Sieht schön aus. Wirklich. Ach, ihr seid es. Wart ihr nicht schon einmal da? Oder seid ihr vielleicht noch gar nicht da? An diesem Ort ist Zeit kaum von Bedeutung. Oh Gott. Ja, deswegen werden wir uns auch... Ach, ist schön. Kennt ihr ihn? Darf ich vorstellen, das ist mein Nachbar Totoro. Ach, schön. Sofort erkannt, feier ich. Schön. Ich sehe Bomberman, ich sehe Link und ich sehe noch andere Gestalten. Alles klar. Helden reist von da und fern an, um sich von unserem Orakel ihre nächste Aufgabe offenbaren zu lassen. Da sie die gesamte Vergangenheit und Zukunft kennt, kann nur sie ihre Fragen beantworten. Und weil wir uns im Zusammenfluss der Zeitströme befinden, müssen sie manchmal jahrelang auf die Offenbarung ihres Schicksals warten. Ihre Anhänger erwarten ihre Rückkehr bestimmt mit Sorge.
Mario, Ryu von Street Fighter, Link, Bomberman und... Ich lasse los. Lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ah, dieses Lied will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Ist das... Ah, sag schon. Ist das... Ah, ich habe echt den Namen vergessen. Ach, wie ärgerlich. Ah, lass mich kurz überlegen. Ah, mir liegt er auf der Zunge. Das ist... Ah. Aus dem Spiel Kingdom Hearts. Könnte das... Er liegt mir auf der Zunge, ihr wisst, wen ich meine. Ich hoffe nur, dass ich nicht entführt, dass sie nicht entführt wird. Wieder einmal. Naja, dieses Mal werde ich diesen hochnäsigen blonden Pinkel komplett zermalmen. Ken? Wenn euch eine rätselige Fee begegnet, lauft einfach in die andere Richtung davon. Ja, die liebe Navi. Wo sind meine Bomben? Ich weiß genau, dass ich sie vor einer Sekunde noch hatte. Lieber Bomberman, ja. Video Games Hall of Fame, ja. Sora! Sora von Kingdom Hearts! Könnte das Sora sein? Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Sora hat so ungefähr eine ähnliche. Es könnte gut sein. Ihr seid irgendwie anders als die anderen Helden. Seid ihr denn überhaupt ein Held? Ja, ich bin ein zeitloser Held. Oh, liebes Orakel. Offenbare mir meine Zukunft. Willkommen, Helden dieser Welt. Ich bin kein Held. Ich sehne mich nur nach meinem Sohn. Ich weiß, Menos. Die Zeitströme verbergen keine Geheimnisse vor uns Nymphen. Alle Geschehnisse hier wiederholen sich ständig und endlos immer wieder. Aber das heißt ja, dass alles bereits vorher bestimmt ist. Egal, was wir tun, alles ist sinnlos und ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil, Fina. Ganz im Gegenteil. Die Entscheidungen, die ihr trefft, bestimmt euer Schicksal. Und umgekehrt formt das Schicksal eure Entscheidungen. Nur wenige verfügen über absolute Freiheit, die Fähigkeit, alles zu ändern. Ihr meint Kuro, nicht wahr? Ja, Kuro ist einer dieser wenigen. Seine Entscheidungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft könnten alles oder nichts ändern. Heißt das, er kann meine Eltern und mein Dorf retten? Und dass ich meinen Sohn helfen kann, bevor es zu spät ist? Ja, vielleicht. Und noch viel mehr. Doch zuerst müsst ihr die 5 Fragmente des Magischlüssels finden. Deshalb seid ihr doch hier, oder? Ich habe eine Frage, Orakel. Nur zu, Velvet. Ist es nicht riskant, den Magischlüssel zu benutzen? Er könnte mit Leichtigkeit mehr kaputt machen als retten. Die schiere Wirkung eines solchen Ereignisses auf das Raum-Zeit-Kontinuum. Ich kann eure Frage nicht beantworten, Velvet. Damit müsst ihr Menschen euch befassen. Für Nymphen sind Vergangenheit und Gegenwart bedeutungslos. Genau wie Ursache und Wirkung. Es gibt keine Heute und kein Morgen. Nur ein ewiges Jetzt. In diesem Jetzt seid ihr gleichzeitig hier und nicht hier. Und dort und nicht dort. Wollt ihr damit sagen, dass das, was wir als Vorher und Nachher betrachten, für euch ein Ganzes ist? Ganz genau, Venus. Deshalb können wir Dinge nicht als gut oder schlecht aburteilen. Sie sind nichts weiter als Teile eines Ganzen. Warum sollte jemand also zwischen ihnen unterscheiden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstehe. Aber ich stimme zu, dass nichts jemals nur schwarz oder nur weiß ist. Rainer zum Beispiel, er wollte eine Menge Menschen töten. Und auf gewisse Weise hatte er damit Erfolg, da wir ohne ihn nie an die Waffe gelangt wären. Aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und das Kaiserreich meine Familie getötet hätte, würde ich nicht dasselbe tun? Ich würde gern glauben, dass ich es nicht getan hätte, aber mit Gewissheit kann ich das nicht sagen. Ich schätze, dass wir unsere Taten manchmal erst beurteilen können, wenn... Orakel,
Könnt ihr uns das Fragment des Magischlüssels geben? Befände es sich in meinem Besitz, hätte ich es euch mit Freuden gegeben. Doch die Magier haben es dem Hüter unseres heiligen Hains anvertraut. Lange Zeit wachte der Hüter über den Hain, doch seine Stärke ist dahin geschwunden. Schließlich wurde er von den bösen Geistern des Waldes, den Sadistes, ich hab's schnell weggedrückt, verdammt, verdorben. Ich glaube nicht, dass er euch in seinem derartigen Zustand hören kann. Vergesst nicht, dass im Heiligen Hain verschiedene Zeitalter miteinander verschmelzen und entfernt euch nicht zu weit. Können wir dem Hüter nicht helfen? Vielleicht können wir dies Sadistas, so rum, Sadistas loswerden. Das wird nicht einfach, aber vielleicht mit Hilfe einer Nymphenträne. Eine Nymphenträne? So etwas gibt es nicht wirklich. Wir Nymphen kennen weder Vergangenheit noch Zukunft. Daher kennen wir keine Trauer, keine Reue und somit keinen Grund, um Tränen zu vergießen. Und doch habe ich die Gewissheit, dass ihr eine Nymphenträne finden werdet. Wie ist das möglich? Sucht Finrella am Eingang zum Hain auf. Sie kann euch bestimmt helfen. Noch eine Herausforderung, die bewältigt werden muss. Kuro! Wir gehen! Klingt gefährlich. Oh, aber vielleicht gibt es ja Magieruinen, die ausgegraben werden können. Ja. Spaziergänge im Wald habe ich schon immer gemacht. Auf geht's, Kuro. Eure letzte Entscheidung rückt näher, Kuro. Los!